Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Prick Farm Time. Und heute haben wir das Lego Ninjago Legacy Comic Ausgabe Nummer 16. Das Ganze ist erschienen für 5,99 Euro und wir bekommen zum einen unsere Duellpartner Zane und Whiplash und dazu bekommen wir noch einen Trading Card Game Booster von der Serie Nummer 8. Wie der eine oder andere schon erkannt hat, haben wir unser Extra wieder in Plastik eingeschlagen. Wir hatten bei der letzten Ninjago Legacy Sonderausgabe, war zum Beispiel mein Magazin, das Extra in einer Papiertüte. Aber in den Kommentaren haben auch Leute geschrieben, dass sie auch wieder diese Plastikform hatten. Und ein paar Leute hatten so eine richtig coole Metallbox gehabt. Darum vorweg die erste Frage, wie sehen die bei euch aus? Auch alle in Plastik eingeschlagen oder Papier oder auch wieder eine coole Metallbox? Weil bei mir gab es, wie gesagt, nur in Plastik dieses Comic. Da würde ich sagen, ich befreie das Comic mal schnell von den Extras und dann schauen wir mal ins Comic selbst hinein. So sieht das Ganze dann aus, wenn es von den zwei Extras befreit ist. Wie gesagt, selbstredend, Trading Card Booster, unser Extra, die zwei Minifiguren, schauen wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Es war wieder mit Tesafilm befestigt und wie man direkt sieht, ein Comic hat leider gelitten, zum Glück nicht auf der Vorderseite, aber auf der Rückseite sehen wir, ja. Ich finde es schade, da finde ich diesen anderen Kleber definitiv besser, der lässt sich einfacher lösen. Wir schlagen mal das Comic auf und dann sehen wir Werbung, klar, für die aktuellen Kartenserie. Und daneben einmal ein kurzes Inhaltsverzeichnis mit dem, was wir bekommen. Die sind meist aufgebaut, wir bekommen halt zwei Comics. Und das ist in dem Fall Comic 1, fängt bei Seite 4 an, der Angsthase Kai. Und das Comic Nummer 2 ist dann Falsche Schlange, beginnt dann auf Seite 18. Die Comics werde ich hier überspringen auf meinem Kanal. Und dann springen wir zu Seite 30. Da meiner Meinung nach erstmal wieder eine richtig coole Sache. Hier könnt ihr euren eigenen Super Ninja entwerfen. Wer Lust hat, glaube ich nicht nur Kinder, kann man dementsprechend Namen, Spitznamen, Ausrüstung, Fähigkeiten eintragen. Finde ich immer cool, wenn sowas mit drin ist. Dann haben wir zwei Poster dabei. Auch wieder ein Wendeposter, aber diesmal halt eine Etage kleiner, muss man sich noch selbst ausschneiden. Das ist dann auf der einen Seite der Lloyd. Und auf der anderen Seite haben wir den Meister Wu. Finde ich beide ganz cool. Hinten haben wir noch ein kleines Spiel. Wir haben ja, unser Zane hat, glaube ich, zwei Wurfsterne dabei. Und dann kann man, jo, weiß ich nicht genau wie, aber ich denke mal, es sollte funktionieren. Dann kommen wir auch schon zur letzten und vorletzten Seite, wo wir sehen, was wir in der nächsten Ausgabe bekommen. Einmal natürlich Werbung, diesmal fürs Minecraft-Magazin. Wir bekommen unseren Nintroid plus Jay. Sind meiner Meinung nach jetzt zwei solide Figuren. Den Nintroid hatten wir auch schon ein paar Mal gehabt. Ich glaube, bei der letzten Ausgabe hat er hier an seiner Waffe unten noch wie so ein rotes Lichtschwert mit dran gehabt. Naja. Ist dann, wie gesagt, die Nummer 17. Und wir sehen leider nicht, wann sie erscheint. Also es ist kein Datum dabei. Die werden wir uns auf jeden Fall auch angucken. Ich finde den Nintroid an sich, finde ich, ist schon eine coole Minifigur, die auch wieder über den Druck herausragt. Rückseite nochmal für das normale Magazin, sprich die Sonderausgabe, Werbung. So viel zum Comic. Wie gesagt, zwei Comics dabei. Das erste dreht sich halt wirklich dann auch, Zane, Whiplash tauchen beide auf. Zweite Falsche Schlange, naja, es kommen Schlangen drin vor. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem Extra. Wie gesagt, diesmal in Plastik und Pappe eingeschlagen. Ich zeige euch einmal Zane kurz einzeln. Warum? Weil er wieder ein Kopf, zwei Gesichter hat. Und das erste finde ich richtig cool. Dieses Grinsen, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. So sieht so ein bisschen paralysiert aus. Und das zweite guckt er halt normal grimmig, wie er es meistens macht. Dann bleiben wir auch direkt einmal bei Zane. Er hat halt rundum einen weißen Anzug an, der mit Schwarz, Grau
und einem goldenen Drachen bedruckt ist. Torso vorne wie hinten bedruckt und die Beine halt dementsprechend auch. Der Druck an sich gefällt mir richtig gut. Gesicht gerade schon erwähnt, ein Kopf, zwei Gesichter und dazu trägt er seine Standardmaske, weiß mit grauem Band und dazu hat er noch zwei Wurfsterne in der Hand. Ich finde, es ist eine gelungene, solide Figur. Dann kommen wir zu seinem heutigen Gegner, das ist der Whiplash und der gefällt mir um einiges besser. Muss ich mal sagen, wie es ist. Ich finde halt einfach cool, diese Skelett Gestalt und von allen Dingen auch dieser Druck, die er hat. Dieses Blaue da, was ein Gürtel darstellen soll oder eine kleine Schürze. Da zeigt Lego, dass man auch auf kleinste Fläche einen coolen Druck hinbekommen kann. Dann natürlich auch noch mal kurz sein Gesicht, auch wirklich richtig klasse. Betrug, ihm fehlt halt hier auch ein Zahn, die roten Augen. Und dann sehe ich, der Kopfmode ist einfach echt klasse gemacht. Zudem hat er noch einen lustigen Strohhut auf und halt natürlich ein übertrieben großes Schwert, so wie ich das für ein manierliches Skelett gehört. Ich weiß nicht warum, aber ich finde diese Figur einfach richtig klasse. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Das war, wie gesagt, unser Lego Ninjago Legacy Comic Ausgabe Nummer 16. Das Ganze ist für 5,99 € erschienen. Wir haben bekommen einen Sane, einen Whiplash und nochmal einen Trading Card Booster der Serie 8. Ich bin wie immer mit der Comic-Ausgabe rundum zufrieden. Wir haben zwei gute Figuren. Zwei gute, solide Figuren, sagen wir mal so. Zwei richtig cool gemachte Comics, noch zwei Poster, die beide wirklich gut gelungen sind. Zudem noch ein, zwei Spiele im Comic selbst. Ich bin hiermit rundum zufrieden. Aber wie gesagt, auch eure Meinung zählt. Deshalb packt alles in den Kommentaren, was ihr von dieser Ausgabe haltet oder speziell von den Comics. Weil ich finde es auch cool, dass wir eine spezielle Comic-Ausgabe immer bekommen, wo halt nur Comics drin sind. Und das war's dann auch wieder für heute von mir. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und wer es noch nicht getan hat, kann diesen Kanal gerne abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal, euer Hoggy.